weiß mit blauem Halsband, blauem Herzog. Der Frankfurt Club mit dem Stecher Peter Kuporka, Rudelinger Oliver, Ruhr und Dennis Kleppinger. Und ganz wichtig, auf dem grünen Bereich stehen bleiben, nicht runtergehen. Herzlichen Glückwunsch zum Frankfurt Club, was haben wir da alles erwartet? In unserem Wettkampf, wir sehen jetzt gleich den Worms Ruder Club gegen den Basler Sportverein und Drachenberg gegen den Frankfurt Club hier in unserem Halbfinale beim Fischerstechen 2015. Ja, meine Damen und Herren, das Worms Backfischfest, das liegt natürlich auch von Sponsoren und da möchte ich mich auch ganz herzlich bei den Sponsoren bedanken. Das war mein Hauptsponsor bei der Sparkasse Worms Alzey Ried, bei den weiteren Sponsoren, bei der Volksbank Alzey Worms, bei Eichbaum Brauereien und beim EWR und speziell hier fürs Fischerstechen möchten wir auch ganz herzlichen Dank an Renania richten, denn die Firma Renania, die haben hier den Kran, der Kran ist wieder weiter im Floßhafen nach vorne gerückt worden, extra für unseren Wettbewerb, dass Sie auch einen besseren Blick haben auf diesen Wettkampf, auf unseren Wettkampf hier im Floßhafen. Ja, und wie gesagt, jetzt haben wir Raumser Ruder Club gegen den Wassersportverein. Der Raumser Ruder Club mit dem Stecher Markus Jakob, Ruderinger, Kevin Zwick und Daniel Röth. Und der Wassersportverein mit Jochen Nagenheimer, Patrick Baden und Mörder Schnitzel, die Rudergänger. Und ich wurde übrigens eben korrigiert, vielen Dank für die Korrektur. 17 Mal hat der Wassersportverein mittlerweile gewonnen. 17 Mal hat er das Fischerstechen gewonnen. Und das ist eine richtig gute Leistung. Und mit diesem Stecher, mit Jochen Nagenheimer, da sind wir sehr, sehr gespannt. Deswegen wird es auch spannend werden. Jochen hat letztes Jahr gewonnen, hat vorletztes Jahr gewonnen. Das wäre jetzt das dritte Mal in Folge. Und das ist natürlich eine Leistung, die es nur ganz selten von Fischerstechen gibt. Ich bin hier neuer Erster.
Ja, und beide nochmal den Hinweis vom Schiedsgericht, die Treffer zwischen Gürtellinie und Schulterhöhe und bitte in aufrechter Haltung auf dem Schläger verstehen bleiben. Wir freuen uns ja, dass es ein bisschen spannend wird.